Ja, ich berichte mal hier aus meiner Männerschmiede. Bin ja jetzt schon seit knapp 6 Wochen mit meiner Familie in Schweden. Was essentiell sein kann, nicht muss, trifft auch nicht auf jeden zu, aber kann, das ist die PN zu beantragen. Und werde euch mal erzählen, wie wir das gemacht haben. Die PN ist eben die Personenkennziffer oder die Personennummer. Und die ermöglicht es also jemanden, meinetwegen ein Konto zu eröffnen, Switch zu haben, Bestellungen abzuschließen über eine gewisse Höhe und so weiter und so fort. Das ist so wie eine kleine Schwedenkrönung, würde ich sagen. Und wenn du die PN hast, hast du eigentlich nur Vorteile, aber wirklich nur Vorteile. Und wenn du die dann hast, dann kannst du eigentlich Party machen. Denn everything is done. Du gehst auch dann rein in das schwedische Sozialsystem, bist versichert, hier und da und dort, kannst zum Arzt gehen ohne Probleme und so weiter und so fort. Und die Behördengänge werden auf jeden Fall alle vereinfacht, wenn du ganz einfach diese verdammte PN hast. Ja, es hat lange gebraucht, bis ich das eingesehen habe, dass ich das auch will, ja, dass ich das für mich will, für meine Kinder und für meine Frau. Dann haben wir den Entschluss gefasst, mal runterzugehen in Skatteverket, hier in die nächste größere Kommune. Ja, du musst dann in Skatteverket der Kommune gehen. Dorthin kannst du gehen, ohne dich anzumelden. Ja, also keine Anmeldung, einfach hingehen. Und das Wichtige ist, wenn du Kinder hast, du musst all deine Kinder mitnehmen. Und wenn 4 oder 5 sind, nimmst du alle Kinder mit. Ja, ich hatte 4 Kinder, die mussten alle mit. Natürlich musst du für all diesen Personenkreis und für dich selber deine Reisepässe mitbringen. Also kein Personalausweis, und das ist ganz wichtig, sondern das muss der Reisepass sein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Was ein Plus ist auch, wenn man jetzt mal den Vergleich mit Deutschland, ja, die machen da kein großes Ding wegen dem Charlie-Ding. Ihr wisst, was ich meine, ich möchte das Wort nicht aussprechen, aber wenn man gleich meinen Kanal wieder sperren und ich kriege wieder eine Warnung. Also man zieht hier, wenn man da reingeht ins Skatteverket, kein Ganzkörperkondom an, eigentlich gar nichts. Ja. Es ist, als ob nichts wäre, und das ist einfach nur geil. Das ist eine neue Freiheit, die ich leben will, die ich für mich, für meine Kinder und für meine Frau, für meine Familie haben will. Weil alles andere ist einfach nur... Nee, kann nicht sein. Gut, egal. Wollte ich nicht drüber reden, aber ist vorausgerückt. Gut, du kommst also dann rein mit all deinen Kindern, wie die Orgel pfeifen. Hast für alle Kinder die Pässe dabei. Dann wirst du begrüßt. Und wenn zum Beispiel deine Frau dabei ist, sie möchte eine PN, du möchtest eine PN, bekommt jeder einen PC zur Verfügung gestellt. Und in diesem PC wird man euch einloggen in ein Programm. Und das Programm führt euch über ein 10, 12, 13-seitiges Dokument, wo du einfach nur Angaben machen musst. Ja? Das heißt elektronisch am PC via Tastatur. Ja? Wenn du irgendwas nicht weißt, das steht also auf Englisch da, und die nette Dame oder der nette Herr, die sind wahnsinnig nett hier, stehen hier parat und können dir helfen. Ja? Und du hast hinterher auch die Möglichkeit, in deine Konten einzuloggen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel angibst, ich verdiene so und so viel aus den und den Einkünften, das und das und das habe ich. Naja, um das zu beweisen, loggst du dich ein in dein Konto und dann kann man das sehen. Und diesen Kontoauszug kannst du dort gleich ausdrucken. Ja. Also, es geht natürlich darum, eine PN bekommt nicht jeder. Du musst nachweisen können, dass du für deine Familie sorgen kannst. Ja. Entweder hast du genug Rücklagen auf dem Konto liegen oder aber du hast einen Job oder du hast Einkünfte. Ja, damit die sehen, hey, der Mann ist kein Sozialschmarotzer, der kommt nicht zu uns, um vom Sozialstaat zu leben, sondern er kommt, weil er aus eigenen Kräften seine Familie versorgen kann, und das auf Dauer. Das musst du denen beweisen. Ja? Also, dabei haben alle die Eheurkunde, dabei haben alle Geburtsurkunden, dabei haben alle Ausweise, alle Reisepässe, wenn möglich ein E-121 von einer Krankenkasse, ja. Und eben alles, was relevant ist, dass du nachweist, dass du entweder einen Job hast, dass du für die Familie sorgen kannst, etc. pp. Ja? Ja. Übrigens hier gedreht aus meiner Männerschmiede. Wer meine Männerschmiede noch nicht kennt, ich appelliere jetzt mal an euch Männer, einfach mal hier unten reingehen, ja, in der Beschreibung des Kanals. Ja. Dort ist der Link zu meiner Männerschmiede, könnte vielleicht für euch von Nutzen sein oder von Interesse. Ja, wer es mag, danke dafür. Und wie gesagt, die PN, man hat uns gesagt, dass
was wir da eingegeben haben, schon richtig vollständig war. Es kann sein, dass die Wartezeit bis zu 20 Wochen dauert, bis du eine Benachrichtigung bekommst, dass du eben die PN hast oder eben, dass es abgelehnt wurde. Wenn Teile fehlen, wirst du per E-Mail oder per Telefon kontaktiert, das ein oder andere Teil nachzureichen. Ich zum Beispiel musste meine EU-Urkunde nachreichen, ja, oder musste ich beantragen in Deutschland, die wird demnächst kommen, die werde ich nachreichen, genauso wie mein E-121. Ja. Ich rechne mal damit, dass ich die PN bekommen werde. Ja, ich habe nur zwei leibliche Kinder, ja, und ich kann für die aufkommen, ich habe genug Einkommen. Ich rechne damit, dass meine Frau die PN nicht bekommen wird, ja, weil sie eben 4 Kinder angeben muss, 2 Kinder aus ersten Ehen und 2 Kinder aus der Ehe mit mir, sind 4 Kinder, und sie hat jetzt im Augenblick noch fast keine eigenen Einkünfte. Das heißt, der eine wird die PN haben, der andere wird sie nicht haben. Was aber jetzt nicht unbedingt der Nachteil ist, man kann ja immer nacharbeiten und ja, Frau kann Job suchen, hier in Schweden ist das nicht einfach, aber wenn man die Sprache wirklich versteht, wenn man Freunde hat, vor allem schwedische Freunde, das ist ganz, ganz wichtig, ja, wenn man jetzt hier in einer Community lebt, dann sollte man nicht sagen, okay, ich bin Deutscher, ich lebe in einer deutschen Community, ich will genauso weitermachen wie in Bremen, Hamburg, Berlin. Nein, da ist man ein bisschen auf dem Holzweg. Am besten ist, mal zu sagen, okay, ich bin hier in Schweden und ich möchte auch in meinem Freundeskreis Schweden haben. Das ist ein ganz wichtiger Schachzug. Ja, das ist nicht falsch. Und dann auch die Sprache lernen. Hurra, die Gams, was kostet die Welt. So, jetzt geht's weiter mit anderen Dingen. Ich empfehle mich. Bye bye. No coffee, no worky. Ja, aber nicht vergessen. PN, ganz wichtig.